So, mit Recht oder nicht ist auch schwierig zu entscheiden bei der nächsten Geschichte. Können Sie ja selber mal überlegen. In den Knast gehen, weil man die GEZ-Gebühr nicht bezahlt hat. Davor hat Katrin Weihrauch aus Brandenburg große Angst. Sie verweigert nämlich die Zahlung, weil sie keinen Fernseher und eben kein Radio besitzt. Nun soll sie womöglich ins Gefängnis. Katrin Weihrauch hat sich mit der Gebühreneinzugszentrale angelegt. Die Freischaffende arbeitet mit Kindern und verdient nur geringfügig. Der GEZ schuldet sie seit 3 Jahren die Rundfunkgebühr. Insgesamt 309,26 Euro. Das Amt versucht vergeblich, den Betrag vom Konto zu pfänden, und auch eine Vermögensauskunft verweigert die alleinerziehende Mutter. Daraufhin kommt neue Post vom Amt. Das ist jetzt die Kopie von dem Originalhaftbefehl, den ich Anfang August in der Post hatte. Und nach dem anfänglichen Schreck habe ich das Rechtsmittel genutzt, innerhalb von 2 Wochen eine sofortige Beschwerde einzulegen. Diese Beschwerde wurde in größten Teilen von dem Brandenburger Amtsgericht abgelehnt. Jetzt droht ihr als Erziehungsmaßnahme eine bis zu 6 Monate lange Beugehaft, auch bekannt als Erzwingungshaft. Angefangen hat es, dass ich ja noch nie Rundfunkgebühren bezahlt habe, weil ich es eben nicht genutzt habe. Also ich schaue kein Fernsehen, ich habe kein Radio, ich höre über meinen Laptop höre ich natürlich Musik und informiere mich im Internet. Dafür bezahle ich aber auch meinen Internetanschluss gerne. Also die ersten Briefe, die kamen, die habe ich ungeöffnet zurückgeschickt, weil ich gedacht habe, nee, ich bin doch gar nicht angemeldet. Und bis dann eben diese Zwangsvollstreckungsmaßnahmen losgingen. Genauso ging es auch bei Sieglinde Baumert aus Geiser in Thüringen los. Sie kam zu Beginn des Jahres in die JVA Chemnitz. Erzwingungshaft, weil sie nicht zahlte und sich auch der gerichtlich angeordneten Kontopfändung in Höhe von 190 Euro widersetzte. Ein schwerer Schlag für die 46-Jährige. Ich habe mein Leben lang nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe immer gearbeitet und werde dann quasi am Arbeitsplatz inhaftiert und wie ein Schwerverbrecher behandelt. Erst als die zuständige Rundfunkanstalt einen Antrag auf Erlassung des Haftbefehls zurückzieht, kommt Sieglinde wieder frei, nach 61 langen Tagen. Im Fall von Katrin Weihrauch wird es möglicherweise nicht so weit kommen. Beim für Brandenburg zuständigen RBB heißt es, der Haftbefehl vom Landgericht Potsdam wird wohl nicht vollstreckt. Also Frau Weihrauch wird bis auf Weiteres jedenfalls nicht inhaftiert werden, weil der Vollstreckungsbescheid zurückgegeben worden ist und im Moment diese Konsequenz nicht mehr droht. Warum das Amt den Haftbefehl plötzlich zurückgezogen haben soll, ist unklar. Katrin Weihrauch bleibt unbeirrt bei ihrer Meinung, ich zahle nur für das, was ich nutze. Ich habe eine Meinung zu einem bestehenden Gesetz und die darf ich äußern. Ja? Und wenn man dann mich dazu zwingt, und ins Gefängnis zu gehen, ja, wo sind wir denn hier angekommen in unserem Staat? Noch hat sie keinen Bescheid über eine Außerkraftsetzung des Haftbefehls erhalten. Solange dieser nicht bei ihr eintrifft, glaubt sie noch nicht an einen vorzeitigen Sieg gegen die GEZ.